Hallo und willkommen, liebe Exzellenten, hier zurück bei Pass auf Exile. So, hier sind wir, das Scorch Liga, und wir schauen mal rein, wie es hier so weitergeht, wenn wir jetzt mit unserer Hexe mal hier weiterspielen, der Wuselmarie. Wir sind hier schon ein bisschen, ich habe an einem Wochenende mal ein bisschen gespielt und wir sind in Akt 3 bereits und können hier uns so ein bisschen hier das Übliche durch die Kanäle schlagen und was so immer. Und ja, das ist Wuselmarie, wie sie jetzt aussieht. Ihr habt ja schon mal gesehen, wie sie im ersten Akt gespielt hat, wo es alles angefangen hat. Jetzt haben wir uns schon so ein bisschen ausgerüstet. Wir haben ein bisschen Inventar, das ist jetzt ein bisschen anders gelagert. Wir arbeiten jetzt hier mit Zauberstäben und Schilden und so ein Gedöns. Und als Begleiter, ja, da haben wir eine Ziege. Eine zweibeinige Ziege, die ist entstanden bei einer missglückten Beschwörung von Ziegenmenschen. Und die hüpft uns dann so im Laufe des Spiels so hinterher. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus, aber ist... Ich meine, sie ist auch ein bisschen gruselig, also da passt das schon dazu. Und wir haben noch keinen Namen für unsere Ziege. Könnt ihr euch gerne mit Vorschlägen beteiligen. Ich würde es erstmal Goti nennen, aber ich weiß auch nicht, das ist auch nicht so originell. Oder kippt nicht um, Ziege. Naja, gucken wir mal, da könnte ich es auch sie nennen, aber ist jetzt auch gemein. So, die mit dem Kochtopf auf dem Kopf. Die hat sie, glaube ich, von Karis Klaus geschnitten aus seinem ehemaligen Junggesellengeschirr. So, schauen wir mal, wie uns jetzt hier diese Wuselmarie in Akt 3 in der Scourge-Liga so begegnet. Hier haben einen ganzen Haufen Zombies, die jetzt mittlerweile hinterherläuft. Ja, richtig lecker aus. Ja. Ganz lecker. Wir müssen hier Tolmann finden und so. Das kennen wir ja alles schon so ein bisschen, ne? Das ist nicht komplett neu. Fängt wieder alles von vorne an. Hier sind die Kanalisation. So. So, wir arbeiten jetzt hier statt mit Pfeil und Bogen halt mit Fernkampf über unseren Zauberstab. Ja, schon ein bisschen Gedöns gefunden hier. Ja. Und hier müssen wir natürlich wieder gucken, dass wir unsere Blutsiegel hier hochgeladen bekommen, dass wir genug Blut haben, um in die Albtraumebene zu kommen. Wir arbeiten also hier mit diesem Charakter mehr mit Minions, also Begleitern. Wir können später noch einen Golem dazu geben, der uns zusätzlich noch die Minions verstärkt. Und zusätzlich können wir uns noch Skelettkrieger herbeirufen. Also das geht hier alles sehr auf Nahkampfangriff. Also ein ganzes Rudel von unseren Minions hier stürzt sich dann immer auf die Gegner. Und wir können aus der Ferne dann die unterstützen. Und machen dann so hübsche Zauber wie das hier, Brand und sowas. Das ist dann unser Fernkampfangriff sozusagen. Und die Kerle laufen uns dann immer hier so hinterher und greifen alles an, was wir angreifen. So, wir stürzen sich schon auf die Gegner. Und wenn wir Lust haben, können wir noch eben ein paar Skelettkrieger dazu rufen. Die sind schon alle tot. Ja. Hier sind wir die üblichen Käfer unterwegs. Kennen wir ja auch. Zu groß geratenen Wanzen hier. Flump. Oh, eine Rolle. Die ist mir. Komm, Ziggy. Gib's ihnen. Was ist denn überhaupt? Ach, hier. Die hüpft immer schön hinterher, die Ziege. Nicht Siggi, sondern Ziggy. Naja. So, der ist verblutet. Und noch so ein Vogel. So, machen wir eine schöne Brandmauer wieder hier hin. So, und hier stürzen sich unsere Minions schon fleißig auf die Gegner. Es füllt sich wieder. Und mittlerweile haben wir auch ein Blutsiegel bekommen. Das ist dieses Ding, das haben wir hier einbauen können. Und das haben wir bekommen, indem ich nochmal Akt 1 zurückgegangen bin, also schon in Akt 2 war. Und dort eine bestimmte Figur gefunden habe am Strand. Das war wohl ein Bug ganz am Anfang. Und da haben viele Spieler diese Figur nicht gefunden am Strand und haben dieses Siegel dann nicht erhalten. Das kann man aber bekommen, wenn man halt im Akt 1 wieder an den Strand geht und da einfach ein bisschen rumläuft. Dann läuft dann die Figur. Stirbt zuletzt, heißt sie. Ein ganz interessanter Name. Indem man diese Figur begegnet und dann gibt sie einen dieses Blutsiegel und ja. Mit diesem Blutsiegel kann man bestimmte Dinge tun. Man kann hier Gegenstände reinschmeißen, zum Beispiel hier jetzt diese Handschuhe. Und die werden dann mit Blutsiegelkraft aufgeladen und verderbt.
also ja, verflucht sozusagen. Und bekommen dann, das hier haben wir schon mal in diesem Ring hier gemacht. Den schmeißt man hier rein und dann füllt sich hier so ein Balken. Und dann, wenn das fertig ist, kriegen wir dann, wenn wir auf Transformieren drücken, diesen Gegenstand. Und der wird dann per Zufallsgenerator verderbt. Und das heißt, wir können ihn nicht mehr so einfach verändern. Ihr kriegt aber dafür einerseits einen Boost und andererseits auch einen Malus. Hat also zwei Schneiden. Also ein zweischneidiges Schwert. Das kann gerade Gegenstände rausgeben, die vielleicht einen Malus haben, der uns nicht juckt und dann aber einen richtig schönen Boost gibt. Es kann auch sein, dass wir dann Gegenstände bekommen, die für uns absolut nutzlos sind oder so blöde Werte haben, dass sie eigentlich Schwachsinn sind. Das kann eben passieren, ist halt Zufall. Muss man ein bisschen mit rumspielen, kann aber wirklich dann interessante Sachen rausschmeißen. Zumindest interessanter als den Quatsch, den es in der letzten Liga gegeben hat. In diesem Ring haben wir zum Beispiel jetzt das Problem, wir haben minus 23 zum maximalen Leben. Wir könnten also hier mehr haben. Wenn wir jetzt hier 676, ne? So, und dafür kriegen wir aber noch zusätzlich 11,2 Leben pro Sekunde regeneriert das Ding. Das wäre normalerweise so ein hoher Wert, nicht so einfach zu kriegen. Also von daher gibt es ja einen guten Boost. Wir kriegen also sehr schnell Leben wieder drauf, wenn wir Schaden kriegen. Restierende haben halt dafür ein bisschen weniger maximales Leben jetzt. Weil der Ring hat jetzt noch zusätzlich 29 und 10 zum maximalen Leben. Das müsste man jetzt hiervon dann abziehen. Aber ohne diesen Ring hätten wir natürlich jetzt ein bisschen mehr. Dafür kriegen wir aber eine gute Lebensregeneration. Das ist dann so der Preis, den man dafür bezahlt. Es gibt immer, wenn man hier so einen Gegenstand reinschmeißt, einen Nachteil und einen Vorteil. Und wenn man Glück hat, ist der Vorteil besser als der Nachteil. Und dann hat man vielleicht einen geilen Gegenstand. Kann man ihn selber benutzen oder man kann ihn gut verkaufen. Spielerhandel, wo andere sich vielleicht diese Dinge brauchen können. Oder das ist also absolut Schrott. Kann natürlich auch passieren. Muss man gucken. Man kann es ja immer noch an den Händler verkaufen, so ist es nicht. Und was einem noch dieses Blutsiegel hier bringt, wenn man das hier eingebaut hat, dann geht man hier drauf und dann bekommt man hier auch nochmal Boosts. Das kann man dann freischalten. Je mehr sich dieser Balken hier mit, ja, so mal sagen, Blut-Chaos-Energie oder so füllt, das bekommt man eben durch, indem man Gegner abschlachtet. Und je mehr Gegner man tötet, desto mehr Blut wird aufgesogen von diesem Blutsiegel. Das ist sehr blutig hier, also nicht so blutig, das Spiel. Dann lädt sich das hier auf und jedes Mal, wenn das aufgeladen ist, bekommt man einen Punkt, den man hier auf diese Dinge verteilen kann. Und dann kann man hier zum Beispiel sagen, erstens diese Verderbtheit, also das hier, mit dem sich das auflädt, wird dann halt mehr aufgesogen. Es lädt sich also schneller auf und wenn das passiert ist, dann können wir zum Beispiel, wenn wir hier dann Gegenstände reinschmeißen, auf die diese Aufwertungen oder Abwertungen ein bisschen beeinflussen. Hier können wir dann zum Beispiel beeinflussen 3% Chance, dass beim Transformieren eine Fassung hinzugefügt wird. Das ist jetzt erstmal nicht so viel, aber du hast zumindest die Chance, dass du, wenn du so einen Dreiergegenstand mit 3 Fassungen reinschmeißt, dass dann vielleicht dann beim Transformieren 4er rauskommt. Also es ist zwar nicht 99% Chance, sondern 3. Jetzt kann man noch ein bisschen boosten, wenn man das hier voll macht. Aber wenn man Glück hat, kann man hier Vierling, Fünfling, Sechsling nachher rauskriegen, je nachdem, was wir für einen Gegenstand hatten. Die Handschuhe natürlich nicht, da gibt es nur 4. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Zweihandwaffe hat, ist durchaus möglich, dass man, wenn man einen Fünfling nur hat, einen Sechsling nachher rauskommt. Oder hier bekommt man dann zusätzlich Verbindungen, also dass sich die Verbindungen zwischen den Gemmen verbessern. Das kann man dann immer noch weiter hier ausbauen. Ist nicht alles vielleicht direkt sofort immer sinnvoll. Aber die Chancen sind auch nicht immer riesig, aber es ist ein bisschen was. Jetzt kann zum Beispiel sein, dass ein zusätzlicher Modifikator dazu kommt oder dass nachteilige Modifikationen nicht so stark sind, sondern eher die positiven. Das kann man dann hier so alles ein bisschen boosten und dann kann man ja, relativ geile oder eben teilweise auch total miese Gegenstände rauskommen. Ist halt Zufall. Aber das ist schon sehr interessant, dieser Mechanismus. Hier kriegt man noch einen zusätzlichen Blutsiegelplatz. Hier, das ist was für Karten, wenn man später in den Maps spielt. Dann kann man auch mit den Karten was mitmachen. Dann absorbieren die ebenfalls Verderbtheit und sowas. Ja, und hier, dass man so die Chance nochmal erhöht, dass die Ausrüstungsgegenstände einen besseren Wert bekommen, was weiß ich. Also hier kann man ganz gut sehen, kann ein bisschen was dran machen, dass diese Gegenstände halt noch besser werden. Ob das jetzt so der absolute Bringer ist, dieser Boost, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dieser Liga-Mechanismus bringt für mich jetzt gesehen mehr als der letzte. Macht mehr Spaß und kriegt mehr Loot.
Allein das hat sich schon verbessert. Und dass man hier praktisch das Doppelte an Monstern pro Karte hat, boostet den Level und den Charakter natürlich auch sehr. Ist allerdings, muss man auch zugeben, nicht so der geilste Mechanismus, weil letztendlich macht man nichts anderes als so, ja, dass man halt nochmal zusätzlich Monster bekommt. Ein bisschen Loot, man hat da auch Bosse auf den Karten. Und das war's dann eigentlich auch. Also, es ist nicht der raffinierteste Mechanismus von allen, muss man auch sagen. Letztendlich macht man nichts weiter als weitere Monster töten. Und mit diesem Mechanismus ist ein zusätzliches Crafting. Letztendlich ist das auch nicht so, sag mal, der genialste von allen Liga-Mechanismen, die es hier jemals gab. Aber es ist auf jeden Fall 10-mal sinnvoller als dieser Expeditionsquatsch. Und die ganzen Nerfs, die man in der letzten Liga hatte. Also, wenn man bedenkt, was ich jetzt hier schon an Gegenstände gesammelt auch habe. Und wie weit ich da auch schon bin, das war in der letzten Liga nicht so. Man hat wirklich das Gefühl, dass es besser ist. Man kriegt wieder mehr Loot, man hat wieder mehr. Man hat wieder mehr Möglichkeiten, man findet mehr Gemmen, es ist allgemein einfach nicht mehr so ätzend, wie es zur Expeditionsliga gewesen ist. Also es macht dann schon ein bisschen mehr Spaß. Das merkt man, den Unterschied merkt man echt deutlich. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Dieser Mechanismus hier, das macht halt auch Spaß, man kann zusätzlich Monster bekämpfen, man kriegt XP und was weiß ich. Das ist schon cool, im Gegensatz eben allen. Zu was vorher in der Liga war, ist es für jeden, glaube ich, spürbar eine Verbesserung. Alle sind dann begeistert auch deswegen. Man muss aber auch gucken, wie schwach die letzte Liga gewesen ist. Dagegen ist fast alles besser, muss man sagen. Eisenring. Achso, den muss ich selber nehmen. Die Monster machen das schon. Ich brauche gar nicht mehr hingucken. War hier irgendwas? Hier. Hier machen wir eine schöne Flammenwand rein. Hier wird wieder Käfer gegrillt. Naja, so lecker ist es auch nicht. Ein uraltes Schwert. Ja, das habe ich auch noch im Garten. Ah, ich müsste auch wieder meine Minions mal ein bisschen. So, jetzt haben wir wieder 5. Wir können immer 5 haben. Die werden aus den Leichen generiert, die um uns herum sind. Dann können wir wieder einen neuen Zombie erwecken. Ja. Solange wir also killen, ist das, haben wir immer einen schönen Vorrat. Blöd ist natürlich, wenn die mal alle weg sind und um uns herum sind keine Leichen, dann müssen wir alleine kämpfen. Das ist so ein kleiner Nachteil in so einem Charakter. Ohne meine Minions bist du so ein bisschen aufgeschmissen. Da musst du halt sehen, dass du schneller laufen kannst als die Gegner. Echt schon ein anderes Spielstil aber als vorher. Also wenn man jetzt mit einem Schwertkämpfer spielt oder einem Bogenschützen, so ein magischer Charakter, spielt sich schon wieder wirklich ein bisschen anders. Aber das ist eben das Schöne an dem Spiel hier auch. Man kann ausprobieren. Man hat immer wieder was Neues. Man muss sich auch immer selber machen. Muss nicht jede Liga aber denselben OP-Charakter spielen oder was andere immer vorgeben, was man spielen muss. Ich meine, wir wollen ja das eigentlich auch immer wissen. Das muss man ja erstmal selber ausprobieren. Und letztendlich, man kann einfach nur Spaß haben. Man bezahlt an dem Spiel nichts, also letztendlich ist es auch wurscht. Man kann jederzeit was Neues ausprobieren, wenn es nicht passt. Suchst du die Kombination, die du brauchst. Gerade in der Liga, wo auch so viel hier im Talentbaum geändert wurde, lädt das auch ein, einfach mal auszuprobieren. Vielleicht mal was Neues zu machen, statt immer dieselben ausgetretenen Figuren, die man in jeder Liga spielt, nur weil sie eben besonders schnell in der Karte, besonders viel Währung bringen oder. Aber ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Ich möchte auch mal was erleben, ein bisschen mehr Spaß haben. Und immer nur möglichst schnell, möglichst viel Chaos-Fern generieren, das ist für mich nicht so der Spaß, muss ich sagen. So, wollen wir mal ein bisschen wieder Käfer grillen. Wir grillen uns einen Käfer. Ne, Ziggy. was haben wir hier für ein Türchen? Ach ja, das Krematorium. Ach, wer kennt's nicht, das Krematorium. Haben wir auch mal wieder gefunden. Aber auch schon lange nicht mehr. Was ist denn hier für ein Käfer? Läuft der mir hinterher oder was? Frechheit. Ja, nur so ein paar Bugs. Wir sind jetzt hier ein Bugjäger. So, hier haben wir alles gesäubert. Gehen wir mal hier ins Krematorium rein. Ein Wegpunkt. Hurra! When you build something like this, you make persecution a way of life. Was immer sie damit meint, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist ja so philosophisch. Was schreit denn hier schon wieder rum, mein Gott. Wie nimmt man diese Ruhe in seinen Dungeons? So, Jungs, gib's ihm. Mach hier mal wieder.
Zonk. Hm. Hier kann man natürlich auch wieder gucken, wenn man so Gegenstände einsammelt, ob man die nicht vielleicht hier reinschmeißt und mal guckt, ob man da nicht was von gebrauchen kann. Während man läuft, lädt sich das ja auf, wenn man kämpft, Gegner killt, so wie hier auch. Das kann man dann einfach so nebenbei hier laufen lassen und ausprobieren. Man muss ja nicht unbedingt immer was machen, was man ja jetzt dringend braucht, sondern man kann einfach mal gucken, was bei Gegenständen so rauskommt, bevor man es verschwendet. Eine coole Sache letztendlich. Dann zusätzliches Crafting, aber es ist nicht so anstrengend, sag ich mal, wie in anderen Ligen vielleicht, wo man krampfhaft irgendwelche Öle braucht und die richtige Zusammensetzung und dann an der Werkbank rumwurschtelt und oder. Klonk. So, nehmt das hier, Purschen. So. Man sieht auch ein geistiges kleines Luder hier. Zack, bumm. Schmeißt ihr mit Feuerbällen um sich. So, die Gunips. Hier haben wir schon mal was Interessantes. Eine Essenz. Eine Murmelne, okay. Dann wollen wir mal mitmurmeln hier. Ah, wer hat das denn hier verflucht? Nee. So, den hättest du jetzt so viel Skeletter um den Hals. Jetzt nichts mehr kommt. So. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich verpiss mich mal, das können jetzt meine Minions machen. So, wunderbar. Es ist ein bisschen passiver, dieser Spielstil, muss man sagen. Was haben wir hier Schönes gekriegt? Können wir den gebrauchen für Geschick? Kältewiderstand. Widerstandswerte, wie sehen die bei uns aus? Ist noch nicht so gut, muss man sagen. Stufe 4, das geht noch. Ah, das ist natürlich jetzt blöd, der hat unsere ganzen Zombies gekillt. Die können wir aber wieder neu backen. So. Hat jemand so ein paar Skelette dazu? Hallo. Er hat ein paar Freunde mitgebracht. So. Und hier haben wir schon Schaden angerichtet. Leichen pflasterten ihren Weg. Oder laufen mit ihr rum, je nachdem. Interessant, dass diese Feuergolems nicht sehr feuerstabil sind. Und viel Konstruktion. So, hier. Hier haben wir natürlich auch wieder sowas. Bewegungsboost. Diesen Frostspurt, der hinterlässt dann immer so eine kleine Kältezone, wenn wir hier mitlaufen. Wieder reingerät, kriegt Kälteschaden. Das ist das, ja, Äquivalent zum Flammensport. Der dann immer so eine kleine Flammenspur hinterlässt, wie der Name schon sagt. Und wir haben hier immer so ein bisschen Frost. So, der ist auch weg. Ein Stilett. Wie schön. Oh, nicht so grad, was wir gebrauchen können. When I'm ready and not before. Ja. Ist ein bisschen zickig. Ich glaube, das ist eine Cousine von Karis Klaus. So. Geht's ihm, Jungs. Mischt ihn auf! Jetzt mitschleppen. Ja. Warte mal erstmal. Habe ich die nicht mitgenommen eben? Ja. Subdidup.
hier haben wir was. Ach, hier haben wir eine Aschendenzprüfung. Ah ja, meine. Genau, Golem, Zombies. Geht mal einfach hier mitten in die Hitze. Naja, was soll's. So. Riebelschirm. Krank. So, den haben wir. On the night of a thousand. Bla bla, okay. So, wir müssen denn hier hin, da oben, okay. So, die Tür ist offen. Ach, jetzt rennen die da wieder hin. Ne? Bleibt mal hier, Jungs. Kriegt ihr wieder nur heiße Füße. Die fallen euch ab. Sind auch Zombies. Naja, gut. Kann man wieder Zombie-Witze machen, aber die hat man irgendwann auch. Hat man irgendwann auch genug von. So. Dieses Schloss, und das ist nicht so schön. In der Ebene, da drüben. Ja, zack, bumm. So. So, in Null, der Edler, nehmt das. When I'm ready and not before. So, nehmen wir es mit hier noch. Ah, der ist schon weg. So, geschafft. Genau. The flames of the past. Das heißt, ihr könnt auch schon ins Labyrinth des Herrschers. Schön. Oder auch nicht. Müssen wir uns also auch wieder antun. Aber gut, gehört halt immer dazu. Aschendenz. Die Sprauchmolken. Ey, mach hier nicht so Feuergedöns. Mach mal den Zombies kaputt. So. Wo ist meine Ziege? Ach, da. So schwarz sieht man überhaupt nicht hier im Dunkeln. Da müsst ihr sie weiß anmalen. Der hat mir eine weiße Ziege. Nein, sieht auch komisch aus vielleicht. So. Hoppala, hier sind ein bisschen viele Gäste unterwegs. Aber die können wir mal so ein bisschen grillen. Riesige Mana-Flasche, nehmen wir mal mit. Oh, hallo. Mal ein paar neue Zombies zaubern wieder. So, wo müssen wir hin? Hier. So, die Zombies machen das schon. Zapp die du. Zack, weg bist du. Hier. Meine Skelette hier. Ja, die Tür geht nie auf, Freunde, ne? Das, da seid ihr zu blöd für die Tür selbst aufzumachen. Aber gut, ist halt so. Ich nie einen Haufen rum. Oh, hier ist wieder auch irgendwas.
Hier ist niemand. Ah, hier ist was. Die können wir natürlich auch mal in unserem Albtraumlevel wechseln. Wieder ein paar Pünktchen, Zusatzpunkte sammeln hier. Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Ein despotischer Ofen. Das ist alles gibt. Streibt mir auch öfters mal einen Ofen, wenn er nicht schnell genug die Pizza fertig macht. Aber dass der despotisch ist, gut, kann man natürlich auch so sehen. Ja, gut, versuchen wir mal. Haben wir uns das Ding hier geschnappt? Was ist das für ein Typ? Müssen wir nochmal einen neuen Zombie erschaffen. So. Wer beschmeißt mich denn hier? Ah ja, okay. Boah, der macht aber gut Feuerschaden, ja? Zombies, die sind gerade ausgegangen. Und da ist er weg. Noch genug Leichen hier. Noch für drei Zombies reicht's. Sühne des Feuers, zweimal. Hä? Ja, okay. Entropie, Wackelstiefel. Wackelstiefel. Ich habe Wackelstiefel gelesen. Was ist das denn? Ja. Kann ja mal passieren. Ein Feeling. Könnte man eventuell ja mal was draus machen, wenn die magisch wären. Das ist Stufe 1. Die auch. Warum habe ich zweimal? Naja. So wurscht. Ein Seidenwestin Feeling, alle verbunden. Auf Intelligenz basierend. Könnte man auch mitnehmen. In der Essenz verzaubert ist das vielleicht auch nicht schlecht. Hier haben wir sogar noch hochwertige Energieschild. Die gibt auch Energieschild. Die ist vielleicht sogar noch besser. Na, Axe war ich jetzt nicht. Gut, nett. Was wir hier gefunden haben. Sind wir wieder raus. So. Lauern uns nochmal ein paar Skelette. Wir backen uns ein Skelett. Folge 1. Wo ist Ziggy? Hier. Ah, hier. There she is. My work in progress. Let's see if Rayclaw has been good to you, Witch. Blaselutz, ja, genau. Sagst du es. Ich glaube, das ist schon arm, mit wem wir es hier zu tun haben, nicht wahr?
Yeti. Die nehme ich mir aber mit. Gegen die eh nicht. Wir werden ja noch ein paar Mal begegnen. Enough of this. Jetzt verpisst die sich und weg. So, hier mit Tonmann. Bzw. ein Armband. Der Rest ist ja nicht mehr so viel. Und dann bringen wir das zu Clarissa. So, haben wir das auch. Da sind wir wieder aufgestiegen. Klunk, klunk. Den ganzen Weg wieder zurücklatschen hier, ne? Ja? Ach. Kommt die denn her? Oh, da kommen wir jetzt nochmal. Danke, ein paar Zombies hier beirufen. So, danke schön. Machen wir schon mal. Ja. So, dann haben wir wieder 5. Sehr schön. Verderbtheit, okay. 3. Hier sieht man auch nochmal den Verderbtheitslevel hier unten. Hier war man natürlich jetzt noch nicht so viel. Und da kriegen wir jedes Mal einen Stapel dazu, je öfter wir das hier benutzen. Und je mehr Boosts bekommen wir auch. Also zum Beispiel, die erhöht sich pro Stapel, jetzt haben wir also 3, die Menge an zusätzlich gefallenen, fallen gelassenen Gegenstände von den Scourge-Monstern. Momentan wären das 3% mehr als sonst. So, also ist auch nicht so viel, aber je öfter man das macht, zum Beispiel auf einer Karte, desto mehr bekommt man hier dann auch raus. Und unsere Gegenstände absorbieren dann auch mehr Verderbtheit und so weiter. Also hier sieht man immer gut, welche zusätzlichen Boosts man noch bekommt, je öfter man hier eben in die Scourge-Ebene, Albtraum-Ebene wechselt auf einer Karte. Wo wir jetzt hin? Ne, hier lang. When I'm ready and not before. Sie sagt irgendwie das gleiche wie Klaus. Die haben sich echt abgesprochen. So. Gehen wir nochmal ins Armenviertel. Hier hat man nämlich noch ein bisschen Blut übrig. Da könnte man eigentlich auch noch mal hier runter gehen. Und ein paar Monster killen, können wir auch noch mal was. Ein bisschen was rumspielen. Klump. Null, mein Freund. Ich bin zu schnell tot hier leider. Lohnt sich noch nicht so richtig. Hallo, ihr Krabbeltierchen, wo seid ihr? Nichts mehr übrig? Oh. Ich habe alle umgebracht, Mist. Das kann man hier gar so gut. Hier ist nichts mehr übrig. Okay. Ja. Truhe. Ach, hier ist ja noch ein bisschen was. Sehr schön. Ein Grubendings. Gerade eine Grube. Ja, noch eine Truhe. Oh gut, das nehmen wir mit. Dankeschön. Ja,
Hier kommt irgendwie nichts mehr. Dann. Ja, mit dieser komischen Wand mal rein, das können wir alles schon. Da hier noch was. Gut, haben wir das hier auch. Und hier noch ein paar Krabbelkäfer. Eieiei. Da müssen wir dann auch noch mal hin. Und dann kommen wir zurück in die Stadt. Das Lager von Sarn. So. Hier gibt es wieder reichlich Rufzeichen. Hallo, Freunde, wer seid ihr? Keine Ahnung. So, hier können wir auch dann, ne, Aszendenz. Können wir dann auch machen. Wenn wir das möchten. Möchte ich aber jetzt noch nicht. Oh Mann, hier wieder. Hat der denn ein Gewitter beim Kopf? Okay. So, dein Freund ist leider am Arsch. Genau. I need to give you something. Danke. So, hier mal die Schlüssel. Be careful. So, der erzählt uns auch nochmal eine Story. Genau, Gremlings Königin, die kennen wir auch schon. So, die hat uns auch nochmal zu erzählen. Tolman's dead, then. Genau, er ist tot. Auf Wiedersehen. Hier kriegen wir auch nochmal eine schöne Gamme. Wie wir hier sehen, alles blau und grün. Im letzten Charakter war das ein bisschen anders. Da hat man hauptsächlich dann grün. Also das passt sich dann auch jedes Mal dem Spielcharakter an. Wir brauchen halt mehr so magische Geschichten. Nur ob ich jetzt davon irgendwas jetzt brauche. Boshaftigkeit ist ja nicht auch mal nett. Oh, naja. Geweihten Boden erzeugen, okay. Glaubenseifer. Kreaturen ausgenommen. Ja, das ist blöd. Ich arbeite ja mit Kreaturen, wo ich ankann, ja, ich gereicht zurück. So. Ein temporären Lebensregenerationseffekt. Okay, dann können wir die wiederbeleben. Ah. Also warte ich. Ja, ich kann ja jederzeit aus Leichen neue erschaffen, das ist dann eigentlich auch wurscht. Hier kriegen wir dann Elementarwiderstände. Ja. Vielleicht nicht mal so schlecht. Nehmen wir das. General Gravisius demands absolute obedience. Den müssen wir auch wieder töten. I'll miss a boy. He was always up for a laugh, whether it was at his expense or not. But I wouldn't miss Echo, is it? Ja, I'm a closer. Victoria was a poet, what ended up. Da müssen wir diese Platinbüsten unten im Keller finden, das können wir ja auch mal schon. So, dann können wir unseren Scheiß verkaufen, den wir hier gesammelt haben. Der ist aber schon verderbt. Ja, da können wir nicht viel mehr machen. Die können wir dann wegschmeißen. Was haben wir hier? Soldurst, Kupfergrieß. Okay. Wundolch, kann ich jetzt. Warum habe ich das mitgenommen? Ja. Die hat genauso klebrige Finger wie Klaus. Die müssen echt verwandt sein. Sowas. Eisenring. Ha, müssen sie mal gucken. Hab ich nie gekriegt. 10 zu Geschick und Intelligenz. Ja, warum nicht?
Ja, noch ein Dreiling. Warum nicht unbedingt? Das behalten wir, das behalten wir. Dann haben wir dann eher grüne. Ausweich 14. Nein, die kann man ja auch nicht gebrauchen. So, weg damit. Die bringen hauptsächlich Leben und Regeneration. Stärke ist ja nicht schlecht. Energieschild ist auch nicht schlecht. Lebensschlecht nicht schlecht. Kältewiderstand. 2 Leben für jeden Gegner, den wir treffen. Ja, der Ring ist gar nicht so übel. Das bringt uns 14 Geschick. Erhöht die Seltenheit gefundener Gegenstände. Und Energieschild plus 16. Jetzt hätte man Energie von 242. Ah, Moment. 14 zu Geschick. Für irgendwas brauchen wir Geschick. Dann behalten wir den erstmal. Zack. So. Haben wir auf jeden Fall mehr Leben mit dem. Dafür weniger Energieschild. Der hat tatsächlich plus 16 und er hat nur plus 5, sind durchaus weniger. Dafür mehr Leben. Und wir haben natürlich ein bisschen Kältewiderstand und wir haben auch ein bisschen mehr Schaden. Können wir natürlich noch behalten. Was wir jetzt machen können, zum Beispiel dann mit diesem Ring, dass wir den hier reinschmeißen und hoffen, dass wir dann mit dem zum Beispiel hier so einen Boost kriegen. Das können wir machen. Nur da würde ich erst an der Werkbank hier noch was draufschmeißen, was wir gebrauchen können, weil das danach können wir das nicht mehr so gut ändern. Beziehungsweise man kann ein paar Dinge noch ändern. Mit verderbten Schichten kann, ist es normal so, dass man in der Werkbank da nicht zusätzlich nochmal Boost drauf bekommen kann. Die Gegenstände haben gute Werte, sind aber dann verderbt. Das heißt, die kann ich dann nicht ohne große Schwierigkeiten einfach mal so nochmal zum Beispiel hier 18 Stärke oder so draufschmeißen. Das geht dann nicht. Hier in der Scorch-Liga gibt es aber nochmal Zusatzgegenstände, die man hier kriegen kann. Die sind neu eingeführt. Das sind dann hier diese Geschichten, korrosive Dinger nennen die sich, korrosives Plattnerstück, da kann ich zum Beispiel zufällig eine verderbte Rüstung die Qualität verändern. Also wenn das Ding jetzt hier nicht normal, sondern verderbt wäre, so wie das hier zum Beispiel, dann kann ich damit die Qualität ändern. Oder mit diesem Ding kann ich die Qualität einer verderbten Waffe ändern. Wie jetzt hier so ein verderbte, was weiß ich, Axt habe oder sowas, könnte ich das damit verbessern. Oder hier kann ich eine Fassung auf einem verderbten Gegenstand auf eine unvorhersehbare Weise ändern. Die wird entweder ergänzt oder entfernt. Das ist ein purer Zufall. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und wenn man genug davon hat, kann man natürlich da ein bisschen rumspielen und vielleicht kriegt man zufällig einen Gegenstand raus, der total geil ist. Kann aber auch total in die Hose gehen. Aber hier gibt es dann halt extra für diese verderbten Geschichten, so wie diesen Helm hier zum Beispiel. Der gibt mir 39 plus Rüstung, zur Rüstung dazu, hat dafür aber den Nachteil, dass er Kältewiderstand halt nach unten zieht. Dafür war, als ich den gefunden habe, noch relativ früh der Rest halt gut, den ich gebrauchen konnte. Wenn das der Leben regeneriert, das kann ich ganz gut gebrauchen. Und meine Widerstandswerte sind auch nicht so doll. Deshalb habe ich hier diesen Helm, den müssen wir irgendwann mal austauschen. Benutzt, zum Feeling wäre nicht schlecht. Ein Knochenhelm wäre auch besser eigentlich für diesen Charakter hier. Ja, und für diese verderbten Geschichten gibt es dann hier immer extra Gegenstände, mit denen man halt dann auch arbeiten kann. Aber es ist natürlich wieder zufallsbasiert, ne? So wie immer. Hier haben wir meine Essenz, genau. Die gibt uns auch Geschick.
eine Waffe oder für einen sonstigen Gegenstand? Naja, schick. Brauche ich ja nicht unbedingt bei dem Charakter hier. So, schmeißen wir das mal alles weg. Hier mal ein Juwel. Reinheit der Elemente. Kann man jetzt momentan nicht gebrauchen. Auch könnten den hier rein tun. Dann kann er sich zumindest hochleveln. Das ist eine Aura, die unseren verbündeten Elementarwiderstände gibt. Das ist ja nicht so schlecht. Das muss man sich mal überlegen. Ich bräuchte hier ein Schild, wo alle verbunden sind. Das wäre ein bisschen besser, aber ich habe nicht so viele Verbindungssphären. Wenn ich die jetzt alle drei da drauf kloppe, dann habe ich nachher gar keine Verbindung, wenn man Pech hat. Das lasse ich dann erstmal. Haben wir unsere übliche Fläschchensammlung. Die ist noch nicht so groß wie sonst, aber ich habe auch schon so ein paar verarbeitet hier. Zu größeren Fläschchen. Was haben wir denn hier? Mana. Ein riesiges Mana-Fläschchen, 250, ne? Haha, riesig. Noch ein riesiges Lebensfläschchen. Okay, da können wir mal eins austauschen. Das hat halt sofort Wiederherstellung. Das ist nicht so schlecht. Entfernt Flüche. Und der gibt uns Immunität gegen Gift. So. Ach, das könnte man eigentlich mal magisch machen. Habe ich noch gar nicht. Wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Klebim hier gesammelt. Das brauche ich eigentlich nicht wirklich. Das verringert die Anzahl erhaltener Flächenfüllung. Puh, dafür halten die ein bisschen länger. Ja, aber für was brauche ich das? Ja, für jetzt momentan überhaupt nicht. Gucken, was wir hier rauskommen. Das hält 3,5 Sekunden. Nee, das finde ich nicht so doll. So, das ist so ein bisschen besser. Hält 6,5 Sekunden an. Verringert Schock auf uns während Flaschenwirkung. Dann können wir nochmal gucken, ob wir noch was anderes rauskriegen. Wir halten 3 Ladungen. 90% Chance auf Einfrieren, Schock und Entzünden während Flaschenwirkung. Können wir da noch was draufschmeißen? Nee. Hält 6,5 Sekunden. Ja, können wir mal ausprobieren. Dann halten wir mal. Das hat eine hohe Qualität. 327 Mana. Wir haben 518. Dann könnte man hier auch nochmal. Aber das Fläschchen ist auch ziemlich. Ja, das ist eigentlich ziemlich Müll. Kann man den Trick verkaufen. Dann haben wir hier ein Juwel. Jetzt auch nicht so viel. Schicke Intelligenz. Schick brauchen wir eigentlich nicht so unbedingt. Intelligenz ja. Für Mana und Energieschild. Damit arbeiten wir hier am meisten mit diesem Charakter. Also ist das Mana schon recht wichtig. Und auch der Energieschild. Leben sowieso. Nahkampfschaden brauchen wir hier auch. Im Gegensatz zu anderen magischen Charakteren vielleicht. Da wir hier mit diesen Minions arbeiten, überträgt sich unser Nahkampfschaden eben auch auf die, weil die machen jetzt, die gehen ja in den Nahkampf, wenn wir mit den Zombies arbeiten, nicht wir. Wir brauchen eher den Zauberschaden. Also ist das für uns das hier am wichtigsten. Intelligenz fürs Zaubern und dann Leben, erstens für unsere Lebenspunkte, klar, da kann man nie genug haben, und dann für den physischen Nahkampfschaden, den unsere Minions dann machen. So, ja, also anderer Charakter, andere Vorlieben. Und hier können wir dann natürlich auch nochmal was machen. Hier könnte man so jetzt irgendwie Juwel einsetzen oder haben. Oder? Dann ist besser als nichts. Haben wir zumindest plus 10 Intelligenz. Ne? Ja. Ach, da haben wir jetzt sogar eine Mission mit abgeschlossen. Naja, gut. Kann man auch wieder rausnehmen. Ist ja jetzt nicht schlimm, aber wir kriegen zumindest jetzt 10 Intelligenz dazu. So, ein bisschen geschickt natürlich auch. Schadet ja nicht. Wir haben halt ein bisschen Genauigkeiten ausweichen. Ja. Nehmen wir gern mit. Dafür haben wir ein bisschen mehr Intelligenz. 10. Schon nicht schlecht. Behalten, machen wir das mal so. So. Und den nächsten Punkt hier muss ich mir nochmal überlegen. Ja. Und da war es das hier. Genau. Das Leben ist kompliziert. Fragt man deine Ziege.
kompliziertes Stehen ist schon schwierig. Ach, jetzt haben wir diesen Hirsch gekauft, sehr schön. Ja, und das war's hier mit Wuselmarie und ihrer Ziege in Paths of Exile. Mit unserem Scorch-Mechanismus, dem wir Dinge verändern können, indem wir einfach nur Monster killen und indem wir eigentlich relativ schnell auch dann aufsteigen können, indem wir mehr XP bekommen. Ja. Und ja, finde ich ganz interessant. Also die Liga macht auf jeden Fall spürbar mehr Spaß als die davor, weil man einfach mehr Belohnung bekommt. Und das ist so ein guter Aspekt. Ich sag mal, der Liga-Mechanismus ist jetzt nicht der raffinierteste, muss man auch sagen. Da gab es das vorherigen Ligen schon ein paar Sachen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, wo man mehr tun muss einfach. Hier rennt man rum, tötet Monster letztendlich. Das machen wir so oder so. Aber man kriegt einfach mehr raus. Das gibt halt ein besseres Gefühl. Vor allem, wenn man eben die letzte Liga gewohnt ist, wo man ja, durch sämtliche Akte sich gekämpft hat und dann nachher ungefähr die Hälfte nur raus hatte wie vorher. Das ist es nicht mehr so. Man hat schon das Gefühl, dass man mehr Loot bekommt, man mehr Belohnung bekommt, dass man mehr XP kriegt. Und da alleine durch die Albtraum-Ebene, die man dann wechselt, da hat man ja auch nochmal Monster. Hat man im Grunde pro Karte das Doppelte, was man sonst killen könnte. Und das boostet einen natürlich gut, weil man schneller aufsteigt. Das ist schon nicht schlecht. Gegenstände, die man bekommt, das ist auch nicht schlecht. Diese Idee, sage ich jetzt mal, klar. Man hätte vielleicht auch was anderes Nützliches hier noch einbauen können, zum Beispiel, dass man das endlich automatisch sortieren kann. Das ist ja auch eine schöne Funktion, liebe Entwickler, aber da werdet ihr wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht drauf kommen. Aber hier kann man ja zumindest so ein bisschen Lotterie spielen und interessante Gegenstände rauskriegen. Wenn das jetzt Ding hier nur den Geldwiderstand runterboostet und der ist eh gut bei mir, ja, warum nicht? Wenn ich natürlich einen ganz schlechten Boost habe, hier 190% weniger Magie oder was, keine Ahnung, wäre das natürlich scheiße, dann könnte ich den Gegenstand verkaufen und dann habe ich nichts davon. Ne? Aber man kann es ausprobieren, kann ein bisschen spielen, wenn man hier was reinschmeißt, guckt man mal, was bei rauskommt, dann verändert sich der Gegenstand. Das ist eigentlich auch ein ganz nett so zum Rumspielen und der Liga, ja, macht es einfach ein bisschen mehr Spaß und auch dieses Scourge-Mechanismus, also dass man diese Albtraum-Ebene wechselt und diese Albtraummonster dort küllen kann. Das kommt mir auch ein bisschen natürlicher vor. Und die Ziege hat sich hingelegt, süß. Weil, ja, da begegnen dir halt nicht mehr irgendwelche Archäologen mitten im Feindesland, wo du mühsam erst hingekommen bist und sagen, hallo, heute ist mein Glückstag. Was so total absurd ist, sondern du kannst jederzeit selber entscheiden, ob du in diese Albtraumebene möchtest. Ich kann jetzt zwing dich dazu. Und du wechselst ja sozusagen in eine andere Ebene, in den ne, verfluchten Scorch-Albtraum-Level und in den, ja, ein bisschen wie mit diesem Spiegel, dass du da in andere Ebenen wechselst. Und das kommt mir ein bisschen realistischer vor. Ich meine, wir sind realistisch in so einem Fantasy-Spiel, ne? Das ist gar nichts realistisch. Aber es kommt einem natürlicher vor als dieser Expeditionsquatsch. So, hier steht er übrigens, stirbt zuletzt. Ja, Wiedersehen. Hier kann man ihn noch ein bisschen fragen, man hat jetzt hier so auf sich und die Dämonen und was weiß ich, die kann man da, gibt es verschiedene Bosse, die man halt begegnen kann in diesem Scorch und so, da erzählt er mir sowas drüber. So, und hier denken wir auch Gegenstände verkaufen. Genau, wie immer. So, den muss man halt treffen im ersten Level, damit man halt dieses Blutsiegel bekommt. Genau, ich habe auch keine Zeit. Und das war es eigentlich, ja. Also wenn euch das gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Wenn ich mit Wuselmarie weitermachen soll, dann sagt das, sonst nehme ich eben einen anderen Charakter demnächst. Ist ja kein Problem. Die blutet jetzt in den Schuhen vor sich hin. Ist halt, wenn man so billige Latschen kauft, ne? Kennt man ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.